Fehler. Oh ja. Oh, schön. Okay, das ist nicht so gut. Das auch nicht. Aber der. Viele Pillen. Eine Pretty Fly, okay. Luck up. Health up. Bin ich Kane? Balls of Steel, bin ich Kane? Hab ich jetzt hier irgendwie so die Epicness pur erwischt oder? Okay, hab ich nicht. Das muss natürlich der Typ da kommen. Wobei Kohle ist auch nicht so schlecht. Und ich vergifte ihn ja so. Das ist auch nicht so schwer, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist schon noch ein bisschen schwer. Oh. So, wir sterben. Schlüssel, danke. Puh. Mit der Kohle mache ich glaube. Hey, Antivirus. Geh weg. Boah, wenn ich dich wegklick. Ich kann. Arschen, oder? Vielleicht war da ein kleiner Cut. Da hat hier Antivirus wieder irgendwie was gemacht, was ich nicht wollte. Oh Mann! Was soll der Kack? So. Two of Diamonds. Okay. Münzen einsammeln, Münzen einsammeln, Münzen einsammeln. Ich nicht gerade eben 7. Ich glaube, der Penny gibt mir mehr Münzen. Jetzt die Frage. Gibt es noch eine Bombe im Shop? Oder habe ich die schon gekauft gehabt? Oder gab es da gar keine? Ne, gab gar keine. Nur das Herz. Ich weiß nicht mehr, was das war. Hatte ich das gerade eben schon? Dann hätte ich 18. Wenn ich die 2 einsammeln hätte, hätte ich 22. Wäre immer noch eine zu wenig. Ist ja doof alles. Ich würde aber schon gerne die Leiter haben. Dann gehe ich halt mit einem Herz weniger rein. Dick, dick. Oh ne, 12. Ach, der Penny, ja genau, da war ja was. Der gibt mir anscheinend zu so und so viel Prozent Chance halt eine extra Münze. Cool. Also das ist jetzt wirklich really luck, denn jetzt habe ich 24. Kann ich mir das da holen? Und das da. Oh, Balls of Steel. Wow. More life for me. It's more life. Also mehr Pennies nehme ich gerne mit, weil mehr Geld ist 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 mehr Geld. Caves XL könnte ich komplett überspringen. Ich lasse das. Holy Waters, erste Mal, dass ich es bekomme. Ich weiß noch nicht genau, was es macht. Es folgt mir auf jeden Fall. Und macht irgendwas. Gutes, schlechtes, mittelmäßiges, vielleicht. Ja. Hier. Nimm mein Messer. Ey, das ist halt so schwierig, manchmal die beiden Tasten gleichzeitig loszulassen. So, jetzt. Da muss ich aufpassen, da sind Stacheln. So. Da oben hätte man den Secret Room. Da gucke ich nachher rein.
Erst will ich noch so ein bisschen gucken. Oh ey, zu viele. War das das Holy Water? Ist mein Holy Water jetzt weg? Das wäre ein bisschen blöd. Bekomme ich mein Holy Water wieder? Ich will mein Holy Water wieder haben. Ich bekomme mein Holy Water wieder. Yay. Das ist cool. Für jeden Raum also. Das ist cool. Wow. Das, ich denke mal, dass das Schaden macht oder dass man sich da heilt oder sonst irgendwas. Oder. Auf jeden Fall, wenn das für jeden Raum gilt. So. Also, heilen tut schon mal nicht, sonst hätte ich ja jetzt Leben bekommen. Da dieses halbe Herz. Lass ich mal kurz noch liegen. Weiß ja nicht, ob man eine Blutbank findet oder so. Oh no. Ihr seid das. Ah, wie doof. Wie doof. So, jetzt habe ich 3 Bomben. Jetzt machen wir das mal da. Und das bekommen wir Münzen. Yay. Mehr Münzen. Wow. Es waren 9 Münzen und irgendwie habe ich gefühlt 14 bekommen. Ach so. Ja. Doch, der hätte da drüben sein können, aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es, dass der links oben, links unten oder halt unter mir ist. Da oben kann er eigentlich auch nicht sein. Aber da ist es höchstwahrscheinlich, dass... Ohohoho. Dass wir den anderen Item Room da finden. So, 19? 21. Genau, das macht mein Counterfeit Penny. Und natürlich ist hier nur der Shop. Okay, nur der Shop mit 21 Münzen. Gerne. Tipp, Tipp. Wow. Hat das noch gereicht? Noch ein Schlüssel, den setze ich gleich ein. Nein! Ich wollte doch hier. Oh Mann. Oh Mann, ich wollte doch The Deeps überspringen. Oh Mann. Oh. Warum tut ihr das mit mir? Was? Ah, okay. Geht doch. Ja, ein Schlüssel. Ja, ich hadere noch. Ich überlege mir das noch. Wow. Ninja. Ja, ich krieg so viele Münzen hinterhergeschmissen, dass ich... Oh Mann, mein Lieblingsitem im Shop. Aber ich habe so eine gute Chance, dass ich das Achievement... What? Okay, die schießen einfach in alle Richtungen. Ich habe schon wieder da eine Bubble gelassen. Das ist natürlich ein bisschen tricky jetzt. Ein bisschen sehr tricky. Wow. Wie soll man das machen? Auf so einer... Ja. So. Oh. So komisches, ne? So komisches. Ihr wisst, was ich meine. War so klar. War schon klar. Dass ich nicht ausweichen kann. Wenn es so weitergeht, ja, ich will Mom besiegen. Da bringt mir die
die Schaufel eigentlich relativ wenig. Ja, wird das hier jetzt ein Mom-Kill mit Samson oder wird das ein Achievement mit Samson? Oh, halbes Herz, das nehme ich mit. Also da oben ist schon mal nicht der Bossraum, das hätte ich eigentlich auch schon im Raum früher erkennen können. Oh, verdammt. Okay, aber irgendwo ist ja noch der zweite Itemraum. Nein, ich nehme ihn noch nicht mit, ich bekomme zu viel Schaden momentan. Gerade auch von euch doofen Dingern. Also von euren, genau, Schüssen und anderen Kollegen. Die ich nicht leiden kann. Boah. Ist da der Item? Ja. Oh nein. Oh nein. Ja, toll. Schnipp. Eine Münze, an die ich nicht rankomme. Und da kriegen wir Mr. Blur himself. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht gezeigt, was der kann. Der kann... Zeige ich im nächsten Raum. Diese da. Das war jetzt nicht geplant. Ach, ich... Schnipp. Hm, hat nicht gereicht von der Range. Hallo. Es war nur rückwärts. Schnipp. Hallo. So. Jetzt wisst ihr auch, was der Schub, der Whoop, Blur, wie ich ihn gerne nennen kann. Meine. Es regt so auf, wenn man da aus Versehen nochmal irgendwie aneckt. Ja, komm, ich will da auch noch rein. Nicht zu Tode. Ja, ich sag's und mach's auch noch. So ist besser. Lass mich. Lass mich. So, was haben wir da hinten noch? Liegespuckenden Dinger da. Ich hab eigentlich auf einen Arcade-Raum gehofft. Nein, so es gibt hier mehr nicht. Das wäre richtig geil, wenn ich dann zwei Münzen für eine bekommen würde. Ja, nö. Ich test mal den Boss. Eigentlich brauche ich bei dem Boss die Schaufel nicht. Aber es wäre verschwendetes Geld. Boah, das ist echt so eine Frage, Mann. Piep. Piep, piep, piep. Ich hab dich nicht lieb. Du bist doof. Piep, piep, piep. Du hast noch ein Auge verloren. Piep ist tot. Mehr Leben. Das ist natürlich sehr nice. Dann gucke ich auch direkt zum nächsten. It's Chad. Chad. Wow, der ist vergiftet. Chad. Chad. Au. Oh, war das mal. Ja, der gibt mir natürlich seinen Little Chat. Dies war ja klar. Ach, ich hoffe einfach, dass jetzt wieder eine XL, so wie ich Glück habe, kommt ja auch eine. Kommt, 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 kommt. Und dann überspringe ich den Spaß und dann... Ach, das war so ganz okay. Was mache ich denn? Ich muss doch erst noch nach rechts. Rechts! Ich meine, es wäre wahrscheinlich ein richtig guter Run für Mutti. Aber
Ganz ehrlich, ich schaff Mutti auch ohne Fackel. Da war eine Kiste drin, brauche ich nicht. Ich könnte mich natürlich runterbuddeln, aber... was war denn sonst noch im Shop so im Angebot? Was war denn sonst noch so im Shop-Angebot? Ein Herz und ein Schlüssel. Brauche ich beides nicht. Mit 5 Herzen und Ball of Steel. Und Balls of Steel. Natürlich bin ich Ball. Das sind 2 Bälle, also 2 blaue Herzen. 2 Stahlherzen. Soll ich die jetzt um Stahlherzen nennen, wenn ich sie finde? Weil die sind ja aus Stahl. Laut. Der Aussage da. Und ich habe 2 Leben. Ich glaube, Isaac werde ich sowieso, denke ich mal, nicht schaffen. Komm einfach mal, bitte, bitte, XL. Kommt schon, XL. Mist. Pech. Natürlich habe ich Pech. Okay, hier ist sowas. Mein Counterpenny gefällt mir eigentlich. Jetzt muss ich überlegen. Wie mache ich es am blödsten? Ich brauche Räume, mit denen ich meine Falltür aufladen kann, ohne dass ich Damage bekomme. Okay, das geht. Das geht. Das geht. Das geht auf jeden Fall. So, einer noch, der ist kein Problem. Das sind 6 Räume, die ich brauche. Oh, Kacke. Das zählt nicht als Raum. Leider. Leider zählt das nicht als Raum. Das wäre zu einfach. Dann würde ich einfach nur 3-mal hin und her gehen. Okay, das könnte ich schaffen. Wenn die fliegen... nett zu mir sind. Aufpassen hier. Blöde Fliegen. Komm. Zack, zack. Und... ja, ihr doofen Fliegen. Geht weg. So. 2. Raum.